Hello? Oh, don't shoot me, I'm a Bambi. Do you need a Mosin? Do you need a Mosin? On the police station is a dead guy. He has really? A Mosin. And I can have it? Really? Yeah, but no ammo. Ah. Yeah, I have no ammo for it. Okay, yeah, I have no ammo too. Are you German? Yes. Are you German? Auf der Polizei, auf der Schule, auf dem Dach ist jemand, der will andere töten, der hat mich aufgeschlossen. Ja, ich habe euch beobachtet, ich habe gesehen. Ich hätte den holen können, aber ich hatte keine Waffe. Der ist auf dem obersten Dach, ich habe den gesehen, wie der da hochgegangen ist. Oh, der geht gerade runter, der geht gerade runter. Sollen wir den umzingeln? Weißt du was, ich vertraue dir jetzt mal. Hier liegt eine P1 mit einem Magazin drin, ne? Aber das ist leer. Nein, das ist voll auf Magazin, ist vielleicht ein Bug. Ah, yo. Ich hoffe, ich kann dir vertrauen. Ja, okay, komm. Ich habe den nämlich vorhin schon gesehen. Da haben die oben auf der Schule rumgetanzt. Der eine hat immer versucht, den zu killen. Ich wollte dem helfen, hatte aber, wie gesagt, nichts. Der andere, der auf dem Dach ist, hat auf jeden Fall eine Mosin. Oh, da oben ist der. Ich könnte versuchen, dem Headshot von hier zu geben. Da unten, ah, da ist unser Kollege. Aber das ist so riskant, wenn ich da nicht treffe, dann ist er bestimmt... Dann ist er vorsichtig. Warte mal, wir gehen mal hier in die Ecke, da habe ich auf jeden Fall mehr Platz. So, mein Freund. Wenn er sich jetzt nochmal zeigt und hochkommt, dann kann ich den killen. Pass auf, mein Freund, der ist auf deinem Dach. Der ist auf deiner Etage. Du schaffst das, mein Freund. Hoffentlich schafft er das. Wenn er das nicht hinbekommt, muss ich den auch killen, weil... Ich habe schon gesehen, wie der da oben auf andere geschossen hat. Oh, fuck. Oh, Mann. Hat er denn eine Schotti? Wer hat jetzt gewonnen von denen? Ich schätze mal der andere, weil die Stimme war nicht... Oh, fuck, Zombie-Agro. Die Stimme war nicht die von unserem Kollegen. Shit. Shit, 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 Zombie... Komm schon. So. Geht doch. Warte mal. Wir werden warten, bis der runter geht. Immerhin hat er den Typen gekillt, der unser Freund war, der uns die Waffe gegeben hat. Und ich habe den das schon Schabernack machen sehen. Davon ist der. Warte, ist der das jetzt oder nicht? Hast du den? Ja. Oh fuck, das ist nicht die Stimme. Bevor der uns... Wir müssen... zu unserem Freund halten. Oh Gott. Weg hier. So. Komm raus, mein Freund. Oh, ich höre den bandagieren. Ey, diese scheiß Bugs, Sounds, ne? Man ist bestimmt hier hinter. Ah ja. Das konnte man... Oh, fuck. Das konnte man schlecht hören. Ich hasse das mit Sounds nicht mit drin. Warte, du Lümmel. Bleib stehen. Bleib stehen. Ich will doch nur dein Bestes. Deine Sachen. Okay, er lädt nach. Fuck. Ich will aber auf jeden Fall den Nachteil, weil der kann ja einfach wegrennen. Der ist so schnell wie wir. Warte, warte mal. Der wird uns aber auch... Solange der uns verfolgt, haben wir eine Chance. Zum Glück rennt der nicht weg. Aber wir... Oh Gott. Nein, du Scheißmann. Aber wir bluten. Komm, komm, komm. Oh mein Gott, okay. Neue Taktik. Neue Taktik. Wo ist der Typ? Wir gehen hier hoch und hoffen, dass der denkt, wir bandagieren uns. Und wenn er hochkommt, holen wir uns den. Ich kann mich nicht bandagieren. Das Abbrechen dauert manchmal zu lange. In der Zeit könnte der dann echt schaffen, mich hier zu holen. Ja, komm. Neue Taktik. Der wird unten warten. Wir stürmen raus und holen den. Bevor wir verbluten. Wir haben nicht mehr lange. Oh, da ist der Fuck. Oh, der hat nicht getroffen. Ja, ja. So, machen wir so, damit er auch nicht so schnell wach wird. Wir müssen uns auf jeden Fall schnell bandagieren. Ey, wir haben nicht mehr lange. Alles ist verdammt grau. Und dann nehme ich mir die Mosin von dem. Und dann ziehe ich erstmal Leine. Ho, ho, ho. Da sind welche. Nice. Ich Ich bin die ganze Küste lang, hab niemanden gesehen. Da dachte ich mir, wo sind die? Also wollte ich Pavlovo hoch. Militärstation. Bisschen gelootet, leider war nichts Gutes. Aber hier haben wir doch schon die ersten Leute. Uno Momento, der... So. Wir machen jetzt einen kleinen Stalker. Ich meine, ich könnte versuchen, die drei einfach zu erledigen. Aber das will ich nicht. Ich will lieber erstmal gucken, was es mit denen auf sich hat. Und ob die nett sind oder nicht. Denn erst dann können wir das ja theoretisch erst wissen. Ich bin aber auch netter, dass ich denen so eine Chance gebe. Nein, wir verfolgen die erstmal. Stalken ist wichtig. Das ist nämlich eine gute Fähigkeit, die man als Lone Wolf haben muss. Squads zu stalken, ohne entdeckt zu werden. Wie ein Schatten muss man sein, wie ein Ninja. Ihr müsst wie Wasser sein, nicht wahr? Wie Bruce Lee sagte, if you put water into a cup, it becomes the cup. Und so weiter. Da gibt es übrigens eine geile Synchro von Bam Lee. So machen wir das. Bam. Bam. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob die hinten im Wald sind oder schon vor. Ist aber auch egal. Das aus den Augen verlieren ist ein Problem, aber wir finden die schon wieder, indem wir einfach da vorne an den Wald gehen. Dann sind die entweder vor uns und wir sehen die, weil die, da ist nur eine große Fläche. Und falls die jetzt hinter uns doch waren, werden die uns nicht sehen, weil wir versteckt bleiben. Und dann sehen wir die, wenn die wieder bei uns sind. Ein super Plan. Oh, ich liebe es zu stalken. Ich liebe es einfach, Squads zu stalken, weil das ist so gefährlich. Wenn die einen sehen, ballern die halt einfach um, weil die sich denken, oh, uns verfolgt einer. Dabei machen wir gar nichts. Wenn ich kann, würde ich sogar mit denen reden. So, wo... Oh, da sind die. An dem Haus. Ey, die haben uns ja hoffentlich nicht gesehen, ne? Oh, der kommt schon so raus. Was macht der da? Ne, ich glaube, die haben uns nicht gesehen. Da wird er nicht so doof rumstehen, wenn er uns gesehen hat. Okay, gut. Wir haben wieder Blickkontakt. Wir warten jetzt weiter ab. Das wäre echt super geil, wenn ich mich an die Rand schleichen könnte. Und dann einfach so zu den Gesellen. Dann laufe ich irgendwann einfach so zwischen denen mit. Dann frage ich so, hey Leute, wie geht's? Alles klar? Und dann schreien die sich im Teamspeak an. Wer ist das? Und rasten alle völlig aus. Manchmal muss man die Leute auch einfach nur ein bisschen verarschen, ne? Man muss ja nicht immer ernst spielen. Was wir trotzdem machen. Wir sind der Nightcrawler. Der Stalker. So, jetzt rennen sie weiter. Ich schätze mal... Ja, renn ruhig, renn ruhig. Ich schätze mal, dass die nach Seleno wollen natürlich. Und da die Baracken looten wollen oder so. Vielleicht ein Auto suchen wollen und dann vielleicht weiter nach Mishkino. Wenn wir sehen. Naja, die rennen weg, gut. Ich dachte, vielleicht haben sie mich doch noch gesehen und versuchen mich jetzt zu flankieren. Damit muss man auch immer rechnen. Wartet, meine Freunde. The Art of Stalking. Okay, die laufen hoch. Wir werden warten, bis die irgendwas machen. Sei es gut, dann gehen wir zu denen hin, oder sei es böse, dann erschießen wir sie. Aber so lange möchte ich die erstmal noch im Auge behalten. Vor allem der eine Orangene, ne? Ich habe die jetzt nicht reden hören. Aber ich schätze mal, der Orangene ist nur irgendjemand. Weil die anderen haben so ungefähr wenigstens dasselbe Gear. Und dass sie dann den irgendwie aufgefangen haben oder so. Ich weiß nicht. Ich habe die aber auch nicht in-game reden hören. Vielleicht gehört er auch zu denen. Wir wissen es noch nicht. Und das ist das Schöne. Wir können das alles rausfinden. Okay, ich renne hinterher. Leider ist hier nur Feld, aber wir bleiben in Deckung. Oh, da sind sie. Hab ich sie doch. Wie süß sie sind, wie sie vorsichtig in die Militärstation reinsehen nach vorne. Aber nicht checken, dass jemand genau hinter denen liegt. Okay, sie gehen weiter. Noch haben sie immer noch nicht geschossen. Ich hätte die schon lange töten können, vorhin standen die direkt nebeneinander zu dritt. Aber wir sind ja kein böser Bube. Ah, der ist da noch in dem Busch drin. Okay. Die machen es eigentlich recht geschickt, dass einer oben Sniper hat. Nur wenn die wüssten, dass einer hinter denen ist. Die sind jetzt weiter in die Stadt rein. Wow. Was? Ach du Scheiße. Was war das denn jetzt? Oh, das ist sogar ein Typ. Der gehört da aber nicht zu. Der hat aber Glück gehabt. Die anderen sind gerade in die Stadt runter reingerannt. Wäre der eine Minute eher gekommen, wäre der jetzt tot. Dann hätten die anderen den geschossen. Aber dann hätten wir auch eigentlich sehen können, ob die gut sind oder nicht. Schade, mein Freund. Du warst zu spät, um dich kurz für die Wissenschaft zu opfern. So, der neue Freund ist da unten. Er läuft so schön langsam da lang. Fühlt sich sicher. Wie niedlich. Ein niedlicher kleiner Bambi-Freund. Beziehungsweise ist gar kein Bambi. Wir beschützen den mal von hier, ja? Da, jetzt guckt er. Jetzt guckt er an der Baracke. Wie vorsichtig guckt er da rein. Ganz langsam. Er möchte nicht entdeckt werden, nicht wahr? Pass auf, mein Freund. Wir passen von hier auf dich auf. Du wirst beschützt. Ja, geh da rein. Komm, trau dich. Geh da rein. Ist frei, mein Freund. Geh rein. Geh in die Baracke. Schön. Oh, da sind die anderen also. Nice. Okay, jetzt haben wir wieder alle im Blick. Okay, ich glaube, ich lasse unseren Freund mal alleine. Ich guck mal, was da so mit den anderen abgeht. Kaum bin ich runter in der Stadt, habe ich Schüsse gehört. Mosin-Schüsse. Leider konnte ich nicht mehr sehen, wer oder was, weil ich schon in der Stadt war. Hoffentlich hat dieser Squad jetzt nicht auf meinen Freund geschossen. Also der nicht weiß, dass wir sein Freund sind. Wir nehmen die. So, auch derselbe Zustand, aber schwarz gefällt mir besser. So. Kann ich das irgendwo reintun? Nein. Ah, alles ist voll. Egal. Und wir gucken jetzt mal, was es mit den Leuten hier oder mit den Schüssen auf sich hatte. Von irgendwo hier hinten kam das. Das ist aber jetzt auch schon eine Minute her oder so. So lange läuft man hier. Oh, fuck! Komm schon! Was? Oh, yes. Huh! Okay, der hat uns nicht erwischt. Ey, wieso hat denn der erste Schuss jetzt nicht getroffen? Was ein Scheiß. Okay, seine anderen zwei Freunde sind vielleicht noch hier. Wir nehmen die Shotgun. Ich glaube, die ist jetzt gerade mein besserer Freund, falls wir uns zu zweit attackieren und in der Nähe sind. Aber wir gehen trotzdem erstmal noch ein bisschen weg. Ich will die Situation im Auge behalten und... Ja, ich will nicht, dass sie unbedingt wissen, wo ich bin. Die haben uns nicht gesehen, sonst hätten die schon auf uns geschossen, ne? Boah, steht der da auf einmal vor mir? Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht unbedingt gerechnet. Aber der auch nicht. Der guckt mit Third Person über die Wand nach vorne, ne? Aber hat nicht drauf geachtet, was hinter dem und neben dem geschieht. Tunnelblick, mein Freund. Und wer weiß, vielleicht hat er sogar noch auf meinen Freund gespäht. Den schwarzen Rucksackfreund. Okay, ich habe die Situation, glaube ich, lang genug ausklingen lassen. Ich habe keine Bewegung gesehen. Also entweder campen seine Freunde. Boah, das hasse ich mit dem Zaun, diesen scheiß Bug, ne? Stell dir mal vor, einer versteckt sich vor euch hinter einem Maschendrahtzaun. Nur weil diese scheiß Grafik da nicht lädt. Naja, seine Freunde sind entweder in einem Gebäude drin oder vielleicht auch gar nicht mehr da. Aber wir gehen vom Ersteren aus, damit wir vorsichtig spielen. Ich werde mich langsam zu dem Loot hinarbeiten, aber wie gesagt, wir haben... Den Typen ja vorhin auf jeden Fall mit den zwei anderen gesehen. Das war dieser Rote, den wir gesehen haben. Okay, weiter. Immer noch nichts gesehen, nichts gehört. Oh, warte mal, da liegen Leichen zwei. Waren das die Kollegen von dem? Versuchen die... Hatte die gekillt? Ja doch, die ruiniert... Warte mal, natürlich, ne, den Namen sieht man nicht mehr. Die haben so... Oh, warte mal, da liegen die Sachen. Das ist alles ruiniert, ne? Haben die versucht... Hat er die versucht, doch zu killen? Ich sag doch, vielleicht gehörte der nicht dazu. Oder versuchen die sich zu dupen oder so? Nein. Ich schätze mal, der hat die gekillte Typ. Der ist jetzt der Einzige. Kann ich die... Ach. Flasche und Ducktape. Wir kriegen schon einen Schalldämpfer hin, aber brauche ich jetzt nicht unbedingt einen Schalldämpfer. Wobei das zu meinem Stalking eigentlich passen würde, ne? Ist hier drin? Nix. Ich dachte, vielleicht hätten die da was drin versteckt. Ey, dann hat der Typ die vermutlich gekillt. Falls ihr Zuseher seid, da könnt ihr mir antworten und mir sagen, ob der Typ euch gekillt hat. Es sieht für mich gerade so aus. Nach einer Kriminalstory. Ah, der liegt auch schon länger her, natürlich. Kann ich da keinen Namen mehr sehen? Okay. Dann gucken wir mal, was der hat. Die hatten ja alle ziemlich gute Ski hier. Nur von dem einen fehlten irgendwie die Sachen. Wir nehmen die Muni mit, damit uns ein Typ, der uns verfolgt, jetzt nicht direkt abballern kann. Und die Shotgun legen wir weg. Wir nehmen die AK natürlich. Sweet. Jetzt haben wir die Mosin und AKS-Kombo. Das ist theoretisch einer der besten Kombos, die man überhaupt haben kann. Hier rein. Okay. Wer uns jetzt verfolgt, sollte auch nicht mehr richtig gefährlich werden. Außer der hat meine Pumpe mit den 4 Schuss. Aber hey, bis der Nahkampf kommt, sind wir schon lange weg. Alles klar. Oh. Ich hab doch ein... Okay, das ist von links. Ich musste mich einmal drehen. Irgendwie hört man die manchmal von der Seite dann besser. Kann die besser orten. Ich glaube, der hat den Spawnpunkt da oben an der Seite. Da oben an der... An der Scheune oder so, ne? Bekommen. Oh, hier ist noch einer? Okay, der hat da oben die von der Scheune. Hier war gerade ein Server-Restart, sollte ich überhaupt anmerken. Vor einer Minute hatte ich Connection Loss, deswegen war hier ein Restart. Dass hier so viele Leute ausgelockt sind in Seleno. Okay, wir nehmen uns den Truck auf jeden Fall. Wir lassen den wegfahren, aber wir gucken mal, was der vorhat. Ich will keine... Oh, wir sind zu weit, scheiße. Hat er uns gesehen? Ich glaube nicht. Was? Nein. Ich will hier keine Banditen im Rücken haben, deswegen ich will immer gerne wissen, mit wem ich es zu tun habe hier. Das Stalken ist meine Leidenschaft. Oh, Entschuldigung. Das Stalken ist nice. Wir gucken. Fährt er jetzt weg oder nicht? Ich glaube, wir hören sogar mehrere, oder? Ach, scheiße. Wie viele V3S sind denn hier gespawnt? Und wie viele Leute waren hier noch, dass die sich die alle schnappen? Kommt der hinten den Berg wieder hoch? Also ich will nur nicht, dass der uns gesehen hat und versucht, uns zu überfahren oder so. Oder dass irgendwie Freunden von dem Bescheid sagt. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie viele hier sind. Wir müssen Seleno im Moment wieder als ziemlich heißes Pflaster sehen. Weil hier plötzlich 2 Leute schon mindestens ein Auto haben. Und wenn die... Die können ja auch zu 4 sein. Das heißt, 4 Leute waren hier mindestens jetzt nach dem Restart. Wer weiß, wie viele hier noch sind. Wir behalten mal alles im Auge. Ich will nicht flankiert werden oder so. Oben an der Scheune könnten noch natürlich welche sein. Dann habe ich die Arschkarte. Ey, der ist immer noch da vorne. Was macht der denn jetzt auch bitte? Warte mal, wir gucken mal. Nur mal gucken, was der vorhat. Der streunert mir nur hier so rum. Da hinten ist der. Vielleicht lootet der. Nee, nee, der lootet nicht. Der fährt die ganze Zeit. Nur langsam. Keine Ahnung. Wir schnappen uns den blauen. Und dann fahre ich mal, ich denke, am Airfield rum. Guck, ob ich am Airfield irgendwie Abstürze finde. Wenn ich keine finde, dann fahre ich in den Süden zurück. Oder beziehungsweise nachdem ich die gelootet habe. So. Rein mit dir. Rein, Vengaard. Das ist unser Wagen. Es gibt viele Wagen wie diesen. Aber dieser ist mein. 3 Stück mindestens hier in Seleno gespawnt, ey. Unten am Marktplatz spawnt noch einer, ne? Okay. Wir fahren mal in den Norden. Gucken, ob wir was finden. Und wenn ja, looten wir. Und wenn wir Action finden, dann geht's dann auch da mit dem Video weiter. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns nachher im Süden. Ohne Momento, Freunde! Ich bin in den Süden gefahren und in Novi habe ich den Partybus Ural gefunden. Hier den Partybus LKW. Den nehmen wir mit, da machen wir eine Party mit den ganzen Bambis in den Süden. Die können nämlich hinten auf die Ladefläche. Da kann man einige Leute mitnehmen. Und dann machen wir Musik und grillen. Das wird schön, richtiger Partybus. So wie damals in der Mod, der blaue Partybus. Sehr gut. Nein! Oh mein Gott, Leute. Ich bin nur in eine Kurve gefahren. Was das jetzt mit den Träumen? Oh mein Gott, ich wollte doch eine Party. wollte doch eine Party geben. Wie sollen wir jemals die coolste Sau in Czerno geben, wenn wir nicht die besten Partys organisieren, ne? Oh mein Gott, es klappt. Ja, dreh dich weiter. Bitte, meine Süße. Bitte, meine Süße, fall. Du schaffst das. Du schaffst das, Baby. Yes! Oh, yes. Partybus incoming. Oh, da ist noch ein Wagen. Oh, ich dachte schon, der crasht uns vielleicht. Da hätten wir mal sehen können, ne? Wer von uns beiden den stabileren Truck hat. Schade, dass sie nicht ausgestiegen sind. Sonst, hätten wir... Ich hätte die ja gerne mitnehmen können. Wir fahren jetzt hier die Küste lang. Wir nehmen Bambis mit. Bambis sind wenigstens so ein bisschen... Die haben noch Spaß am Leben, ne? So, die ganzen aufgegierten Squads, die sind dann... Da ist einer. Die sind dann ja so... Die verstehen ja keinen Spaß mehr, ne? Die wollen ja nur noch seriös spielen. Wir fahren langsam, damit er sieht, dass er uns nicht umbringen will. Dass wir ihn nicht umbringen wollen. Den ersten Freund haben wir schon mal. Komm rein. Partybus-Action. Willkommen, mein Freund. Willkommen. Wie geht's? Hey, kannst du reden? Can you talk? German, English? German, English? Dude, can you talk? Oh, wir haben einen Non-Speakerino-Mann hier. Come on, don't be boring now. You need to talk. Alright, please. Bist du deutsch? Hallo? Kannst du reden oder schreiben? Ach, komm schon. Komm schon, mein Freund, komm schon. Komm schon. Nun zieh dich nicht so. Blub, blub. Na dann. Keiner hier, das... Nein! Oh, no! Yo, dude, I think we messed up, man. Boah, nicht schon wieder. Und diesmal kriege ich den... Oh, Mann, nein. Mein Partybus-Traum. Oh, mein Partybus-Traum. Wieso kippen die Dinger einfach bei einer Kurve um? Wer hat diese Daisy-Physik denn hier erstellt? Oh, guck mal, wir sind der Sidewalker. Alles ist tot. Es ist alles ruiniert. Kannst du aussteigen, mein Freund? Kaputt, oder was? Ach, du hast gerade gar nicht geredet. Wir sind umgekippt. Jetzt kriege ich ihn nicht mehr zum Laufen. Ich wollte doch ein Partybus-Business starten. Ja, aber wie geht das? Wir müssen das, glaube ich, umschubsen. Wie heißt du, mein Freund? Willst du eine Waffe haben? Check mein Name. Okay. Möchtest du eine Waffe haben? In dem Vertrauen, dass du mich nicht tötest. Aber wir den Partybus verteidigen. Eigentlich brauche ich keine Waffe. Es sei denn, wir sind in Gefahr. Dann kannst du mir eine geben. Ja, bis wir in Gefahr sind, dann ist nachher zu spät. Nimm die lieber jetzt. Was willst du mir geben? Die Mosin. Die Mosin? Ja, die Mosin. Oha, okay. Nimm sie, mein Freund. Okay. Für weiß schon, wenn es gefährlich wird. Was machen wir jetzt? Das Ding kriegen wir nicht mehr umgeschubbt, oder? Oh mein Gott. Damals sind wir einfach nur dran gegangen. Das ist automatisch umgefallen, aber jetzt nicht mehr. Oh Mann. Ich wollte ein Partybusunternehmen starten, weißt du? 5, 6 Leute mitnehmen. Schön Musik. Ich habe vorhin einen anderen Truck gesehen, wenn die vorfahren könnten. Ja, ne? Ich habe meinen alten, den Novi, geparkt, aber das ist jetzt so weit. Da will ich jetzt nicht hin. Oh Mann, ey. So werden Träume zerstört. Unfassbar. Ah, der ist mir schon mal umgekippt. Aber da konnte ich einfach lenken. Und dann ist der wieder auf die richtige Seite gekippt. Aber jetzt... So ein Scheiß. Ich wollte... Oh, da hinten ist einer auf dem Berg. An der Seite des Berges, mein Freund. Mein Freund an der Seite des Berges. Er zielt auf uns. Roter Rucksack. Kannst du den wegholen? Auf den Steinen drauf oder? Unten, auf unten. Stein oder auf dem Berg? Unten. Unten an den Gleisen, aber am Berg. Der zielt auf uns. Hat einen roten Rucksack. Ich meine, der hätte kommen können. Aber warte. Wenn er kommt, dann nicht. Also, falls er mit uns redet, nicht. Aber, halte dich bereit. Der zielt, ne? Oh, yo. Ja, dann. Bleibt uns nichts anderes übrig, was? Wow, nice, mein Freund. Nice. Hey, wenn du dir Sangier holst, könnte ich die Mosin wieder nehmen für den nächsten Bambi. Ja, geh mal hin. Die Mosin wieder zurück haben? Ja, jetzt hast du ja eine Waffe, oder? Außer du willst sie behalten, je nachdem. Du kannst mir auch die Blaze geben, wenn du die Mosin haben willst. Je nachdem, wie du willst. Ey, wie, ja, wie du willst. Nimm die Mosin, dann nehme ich die Blaze. Mir ist das egal, weil ich habe ja noch die AK. Ja, dann lege ich die Blaze runter. Ja, alles klar. Machen wir das so. So, Leute. Kleine Nachbesprechung im Off. Wir haben versucht, noch einen anderen Wagen zu finden. In Mister, um unseren anderen Partybus umzuschmeißen. Haben es aber leider nicht geschafft. Und ja, das hat mich sehr traurig gemacht. Und danach habe ich mich ausgelockt. Aber es ist ja noch ein neuer Tag. Und ein nächster spannender Tag, nicht wahr, meine Freunde? Wir sehen uns demnächst. Haut rein.